Nee, ich kann es ja hier beim Dings mal anmachen. Pass auf. Oh yeah.
abwechselnd und nehmen jetzt die Hände mit nach vorne. Schön aus der Hüfte, abwechselnd und jetzt werden die Schritte mal kürzer. Und zum Ausfallsprung machen. Weiter geht's, lockeres Seilspringen. Ihr dreht die Handgelenke und nehmt mal hier schön aus dem Bad oder auf den Fußball. Springt ihr schön Seiche. Ihr könnt natürlich auch echtes Seil nehmen, wenn ihr das gerade parat habt. Genau, und wir werden wieder ein bisschen schneller. Und der Puls geht hoch, wir werden wärmer schon. So soll es sein. Alles. Nochmal eine Übung, die anstrengend ist, High Knees. Dass die Knie nach oben im Abwechsel berühren. Schön für die Beine jetzt. Und wirklich schön hochziehen die Knie zum Bauch bzw. zur Brust. Jawohl. Jetzt wechseln wir mal die Richtung. Wir fassen an, Füße jetzt nach hinten. Arm nach vorne gehen.
5. Geht wieder runter, ab auf den Boden. Füße bleiben auf dem Boden, Hände zur Seite gestreckt, kleiner Finger zeigt zur Decke. Und mach kleine Kreise nach hinten. Richtungswechsel, nach vorne. Und beim Spiel geben die Hände nach vorne. Machen wir auch eine kleine Bewegung, kleine Kreise. Nach außen und nach hinten. Ablegen, durchatmen, Hände an die Schläfe, zurück und dreimal Extensions, Oberkörper heben. 5 Stück, 4 und die 5. Perfekt. Komm nach oben, einmal auslockern. Jetzt fehlen uns noch die Beine. Dafür einmal hinstellen, Oberschenkel nach außen kreisen. Schön große Kreise machen. 4-5 Stück nach außen und genau die gleiche Anzahl nach innen. Wechseln das Bein, nach außen drehen.
Wir treffen jeden Weg in der Brust, die Schulter aber auch mit drin. Also wenn ihr wirklich schön mit so einem Bogen nach oben und nach oben geht, dann bringt ihr jeden Weg hin. Nächste Übung, wir brauchen unser Handtuch. Das könnt ihr euch einmal nehmen. Und jetzt für den Rücken, wir legen uns auf die Matte. Handtuch nach vorne. Und jetzt reißen wir das Handtuch auseinander. Nimmt ein stabiles Handtuch. Wenn es heiß ist, dann ist es halt so, könnt ihr euch schnell neues holen. Dann seid ihr stark, bis der Beweis dafür. Also auseinanderreißen, Beine und Füße in die Luft und zur Brust ziehen. Und wieder nach vorne. Wir halten die Spannung im Handtuch die ganze Zeit aufrecht. So fest auseinanderziehen, wie es geht. 10 Stück. Alle mit Macht. Mit Mauern, wird in der Mühle das Holz.
Ausdruck an. Atmen einmal durch. Nächste Übung in die hintere Muskelkette. Hier, setzen wir uns einmal hin. Atmen. Finger zeigen nach vorne zu den Zehenspitzen. Und wir drücken uns. Wir drücken den Rumpf nach oben. Und ziehen die Schulter nach hinten. Und so schwamm den Rücken auf und halten die Position. Hüfte nach oben drücken. Hintern anspannen und Schulter nach hinten ziehen. Schulterblätter, ganz wichtig. Spannung halten. Halten. Nochmal, Spannung erhöhen, Hüfte weiter nach oben drücken. Letzte Sekunden. Und wir setzen langsam ab. Super Übung für unseren Rücken, für den Beinträger. Auch sehr wichtig. Und zu Hause auch vergessen. Nächste Übung. Ihr könnt, wenn ihr nach Hause, wenn ihr es braucht, Schubs nehmen. Ihr könnt auch etwas länger auf Pause machen und später einschalten. Nächste Übung für Trizeps. Letzte Liegestützübung. In den Bildschirm gegeben. Die Hände. Zusammen, wir machen drei Push-Ups, das heißt, wir gehen runter, nehmen wir dann beim Körper und drücken uns wieder hoch. Schritt für Trizeps, langsam runtergehen, explosiv hochdrücken. Hinterm Rumpf anspannen, wir wollen nicht durchhängen. Hälfte Arme schon. Langsam runtergehen, explosiv hoch. Und der letzte. Jawohl. Wenn ihr keine Ziele geschafft habt, völlig egal. Wenn ihr ins Limit gegangen seid, dann habt ihr schon alles richtig gemacht. So soll es sein. Nehmt nochmal einen Schluck. Ich auch. Letzte Übung für den Durchgang. Danach machen wir eine längere Pause. Wir brauchen Explosivkraft. Ganz simpel, brauche ich nicht viel zu erklären. Wir gehen runter und springen. Tief runter, springen so explosiv wie es geht. Vorne und wieder hoch. Drehen einmal um und wieder nach vorne. Und gehen so explosiv wie es geht. Wir gehen tief runter, damit wir eine Dehnung haben. Also trainieren wir Explosivkraft, Reaktivkraft. Sehr wichtig auch im Alltag. Nimm die Arme mal mit zum Schwung nehmen. Was wollen wir denn jetzt erreichen? Hälfte haben wir schon. Ich auch schon anstrengend. Letzten drei, kommt. Anfang machen. Letzter. Los. Nochmal so viel. Bauch wie habt. Runter. Und nach vorne. Perfekt. Jetzt nochmal Pause. Lockert einmal aus. Ersten Durchgang haben wir schon. Das geht mal schnell. So. Auslockern. Ist ein bisschen warm. So. Jetzt klappt es besser. Der Coach auf den letzten Aufbau schon mal. Die nächsten zwei Durchgänge. Hier nochmal einen Schluck durchatmen und auslockern. Und dann geht es gleich schon weiter. Okay. Hier gehen wir in die Position. Jetzt könnt ihr den Ablauf und jetzt im zweiten Satz versuchen, ihr wirklich Schlag auf Schlag die Übung hintereinander wegzumachen. Die geht bis ans Limit. Ob du 10 Wiederholungen machst oder 3, ist egal. Los geht's. Nimm die Liegestützen runter. Und alles geht. Thank you.
Hausaufgaben. Wir nehmen wieder unser Handtuch, Rückkehrübung, Handtuch auseinanderreißen. Nicht nur den Bock halten, nicht auseinanderreißen. Hinlegen, Spannung aufbauen. Beine in die Luft, Oberschenkel, Arme und zum Brust ziehen. Ändern wir die Ausführung einmal.
Kaffeemaschine. Wirklich im Abwechsel normale und diamantige Stützen. Sieben. Und die Zehen. Damit trifft meine Schulter alle Winkel der Brustkörper ein. Schließt selbst alles mit hin. Letzte Übung. Es wird super eklig. Was soll man machen? So ist das Training. Wir gehen runter, runter nach vorne. Umdrehen. Lasst euch meine Schulen Zeit. Es sagt euch keiner. Versucht eher, so explosiv wie möglich, nach vorne zu springen. Und wieder umdrehen. Wenn ihr aufkommt, nicht so weit durchstrecken, sondern federn. Das heißt, wir gehen hier wieder ganz tief runter, damit wir unsere Knie schrumpfen. Letzten zwei. Und die Zehn. Thank you.
10 Sekunden noch. Halten, alles hin. 3, 2, 1 und runter. Sehr schön. Weiter geht's. Ausverkauf. Mit der Hand in die Schüssel. Jetzt machen wir Folgendes. Ersten 5 Wiederholungen. Wir gehen langsam runter, ganz langsam. Mindestens 5 Sekunden. Explosiv wieder hoch. Wenn ihr keine normale schafft, auf die Knie gehen. Nehmt euch die Wand, wie ich es beim letzten Mal gezeigt habe, mit dem Ellenbogen zur Seite. Und jetzt geht das Ende weiter zusammen. Und runter. Langsam aber runter. Das habe ich auch schon verkehrt gemacht. Und explosiv hoch. Machen. Leichte
geschafft. Ich werde nicht verlieren. Perfekt. Nicht Übung. Legen uns hin. Gehen auf die Brust und wir rollen uns ein. Knie zu Brust, Hüfte annehmen. Durchatmen, gleich geht's weiter. Langsam in der Ausgangsposition. Atmen nochmal durch. Und jetzt geht's beim zweiten Durchgang noch etwas so lange mit dir.
Schwach weitermachen. Gut, wir legen uns auf die Rücken. Genau, bewusst und einholen. Thank you.
Ein- und Ausatmen. Tun dann mal das rechte Bein nach vorne, Ausfallschritt machen. Schön Hüfte dehnen. Wir sehen uns morgen. Schönen Abend noch.